Moin, ich bin Nana. Ich bin die Presseoffizierin des letzten deutschen Einsatzkontingentes MINUSMA in Mali. Wir sind hier im Camp Castor in Gao. Der Einsatzauftrag der MINUSMA hat geendet. Unser Hauptauftrag ist nun die geordnete Rückverlegung von Material und Personal. Die Einheiten, wie zum Beispiel die Aufklärer, sind nicht mehr vor Ort und benötigen ihre Fahrzeuge nicht mehr. Diese müssen nach Deutschland zurückgeführt werden. Es ist wichtig, dass Geräte, Großgeräte, Fahrzeuge und Waffen nicht hier im Einsatzland in Mali zurückbleiben. Zu unserem Material zählt aber auch Kleingeräte, Dinge, die man einfach für den alltäglichen Dienst braucht, aber auch Waffen. Im deutschen Einsatzkontingent tun nicht nur Deutsche Dienst. Wir haben auch Unterstützung aus den Niederlanden, aus Belgien und aus der Schweiz. Diese Kameraden werden uns in den kommenden Tagen verlassen, weshalb wir heute Abend einen Festakt im Flaggenhain haben. Bei diesem Event werden wir die Flaggen der Nationen niederholen. Attention! Color Guards, retrieve colors. Das heißt, dass wir in einem Antreten zusammenkommen werden und ein allerletztes Mal die Flaggen vom Flaggenmast herunterholen. Nachdem das letzte Material nach Deutschland zurückgeführt wurde, kann man sich die letzten Tage hier im Camp so vorstellen, dass nur noch das notwendigste Personal vor Ort sein wird. Wir werden hier alle nur noch mit unserem Rucksack sitzen, sodass wir möglichst schnell und mit einem geringen Fußabdruck in die Flugzeuge einsteigen können und nach Deutschland zurückkommen können. Ich bin Nana. Ich bin stolz darauf, Teil des letzten deutschen Einsatzkontingentes MINUSMA zu sein. Aber noch mehr freue ich mich darauf, bald zu Hause zu sein. Tschüss!